fucking sleeper, man. So, endlich. Play better, you fucking noob kid. Okay. Let's go! So, sag mal jetzt. So, Sosa. Ja, was geht ab? Es ist schon ein bisschen hier sehr spannend. Setz dich mal bitte neben mir. Okay. Setz dich mal hier auf den Tisch. Dass wir. Der Werner ist ein sehr sympathischer Mann. Der hat Urlaub gemacht. Ja? Wie lange? Und einen Monat und war davor mit Ding zusammen. Nein, währenddessen. Warte mal, wie lange bist du schon mit Lovely zusammen, Werner? Frag doch mal, Lovely. Lovely, wie lange seid ihr schon? Alter. Ihr braucht hier gar nicht reden oder irgendwas erzählen. Ihr geht, keine Ahnung, ihr wisst selber, was ihr so treibt, ne? Soll ich jetzt auch mal anfangen mit Sosa und Rose und so? Warte mal, ich weiß gerade gar nicht, was Rose und Sosa war. Rose und Sosa waren doch verheiratet für eine kurze Zeit, oder? Ja. Ein Augenblick. Ja, yeah, genau. Willst du gerade Lovely, ja, willst du das gerade leicht reden? Willst du das gerade leicht reden, dass das in Ordnung ist, fremd zu gehen? Doch, du hast doch gesagt, wir haben es auch gemacht. Nein, aber es geht hier gerade um dich und Werner weiß auch, Werner, was er mit anderen Frauen getrieben hat. Also oh, was? Ja. Oh mein Gott, okay, das wird hier immer besser. Alter, ja. warte mal, ich muss nicht. Habt ihr geschlossene Beziehung oder offene? Ich weiß jetzt nicht. Warte mal, Werner, habt ihr eine offene oder eine geschlossene Beziehung? Eigentlich eine geschlossene, aber. Aus meiner Sicht war es eine geschlossene. Geschlossene, aber kann man schlossen? Sprich mal lauter, bitte. Aber warum, oh, warum sagt sie denn. Also, warte mal. Wie lange seid ihr zusammen? Er fragt doch Lovely. Ja, so ein Monat. Ein Monat lang schon, okay. Ja, zwei. Also ich kann dir sagen, Homie, dass in diesem Monat auf jeden Fall nichts geschlossen war. Da waren die Beine offener als... Was für Beine? Warum waren meine Beine offen für dich? Homie, da war mehr offen. Das war mehr... Homie, das war mehr offen als eine 24-7-Tankstelle. Weißt du, wie ich meine? Nein, das stimmt nicht. Homie, die hat Leute Stempel auf ihre Köpfe gegeben mit ihrem Arsch, Homie, als wären wir im Club. Homie, jeder Kopf hier in Los Santos hat einmal so einen Stempel auf den Kopf bekommen. Lügen wir? Hey, das ist gerade heftig. Wir kennen die Wahrheit und sie sagt, nein, was bist du für ein Mensch? Macht man nicht. Was sagst du dazu, Werner? Also, es war eine gute Monatsbeziehung. Mal überlegen, ich bin auch nicht klar, ja? Es kommt gerade selber nicht klar, dass einfach sie es nicht zugibt. Ja, einige also Lovely hat sich jetzt bei euch als Single ausgegeben. Oh, warte nicht mal. Nur das, nicht, mal nur, nicht nur das, Werner. Sie hat vor 24 Stunden genau in diesem Ort für mich getwerkt, Bro. Wo, wann habe ich... Oh. Warte, Sosa. Auf meinen eigenen Beats. Wow. Yeah, Sosa. Yeah, homie. Du hattest doch ein Fotoshooting mit ihr im Bett. Hast du keine Bilder? Warte mal, hab ich eigentlich noch? Ich glaube, ich hab dir das gesägt, Mann. Ja, aber wieso? Okay, hallo, bleib doch hier. Du bleibst hier. Warte. Oh. Also jemand, der geht, der hat wahrscheinlich was zu verbergen, ja? Ja. Was sagst du, Ray? Ich glaube, sie sagt dir nicht die Wahrheit. Ray, ich hab doch irgendwann mit dir geredet. Du hast gesagt, dann Leute... Ja, aber sie hat mir auch nicht so gesagt. Ja, auch nicht. Ich weiß selber nicht, was hier ist. Ja, alles. Also, ich sag dir ehrlich, ich wusste nicht mal, dass sie einen Freund hat, man. Aber ich würde doch keine Frauen betrügen, Ihr könnt doch offen und ehrlich reden und wie es jetzt weitergeht. Weißt du, wie ich meine? Warte, wir lassen über. Lassen mal einfach. Hier wird's eh nicht mehr, weil. Warte mal. Also, okay, warte mal. Ja, hör mir, warte. Ey, sei mal ruhig! Ja. Lass mal bitte Werner und Lovely. Ich glaube, das ist, weil er auch manchmal mit Frauen rumgemacht hat. Also warte. Weißt du, wo die eine Dame vor dir getwerkt hat? Bitte nacheinander reden. Hat jemand ein Foto oder ein Video? Wir sind da fein raus. Also Foto und Video, da brauchen wir nichts. Also, dass Lovely das gemacht hat, das können wir dir hier sagen. Unter uns, die ja, sind das. Ich kann die auch und wenn sie dir das sagt, dann muss es ja wahrscheinlich auch stimmen. So. Warte, Lovely, stimmt das, was sie gesagt haben? Ja. Was? Ja.
Aber ich habe mit niemandem. Nein, zum Twerken. Ich habe aber auch niemanden gebeten. Mich hat auch niemand gebeten, so und so und so. Also, ey, warte, für wem hast du getwerkt? Also, warte mal, ich sitze gerade vor einer Mannschaft voll Schwänzen. Kevin, lass die doch reden! Du getwerkt hast. Ja, aber warte, nein, von mir nicht. Nein, das war, wir haben ein bisschen gefeiert, jeder hat ein bisschen getanzt. Also, weil eine Frau getanzt hat, aus Versehen rutscht ich hin. Oh, guck mal, er guckt unter ihr Loch. Setz dich bitte hin. Dass ich immer sehr geliebt habe, aber du hast auch scheiße gemacht. Redet doch bitte nacheinander, dass wir hier auch alles verstehen. Deswegen sitzt doch gegenüber und dann diskutieren wir. Nee, ich kann das alles nicht. Ja, das ist so. Guck mal. Setz dich bitte gleich zu diskutieren. Und komm mal, Lovely, setz dich da hin und Werner, setz du dich da hin. Und nur ihr redet, okay? Und wir stellen dann die Fragen, wenn wir eine haben. Lingling und Alessandro, bitte aufstehen. Hä, ich schieß nicht. Ich schieß nicht im fremden Haus. Er wird mich dann irgendwo anders erschießen. Nein, du bist unter uns. Und ihr lasst den anderen ausreden. Ja, okay, ihr lasst den anderen ausreden, genau. Und ganz kurz, der Rest bitte im Hintergrund. Ganz kurz, der Rest im Hintergrund, bitte keine Kommentare abgeben. Sobald jemand eine Frage hat, macht er ganz kurz die Arme hoch und dann Ding. Lovely, du zu deiner Sache, das mit Fremdgehen oder das, was er selber gemacht hat. Sag mal da was dazu. Also, naja, was heißt Fremdgehen? So, er hat mich oft eifersüchtig gemacht mit anderen Frauen. Und ja, war auch oft mit Frauen unterwegs und ich wusste nicht genau, vielleicht wer die waren und so. Und das war an einem Tag so, da war eine Dame, die hat mich ziemlich eifersüchtig gemacht und ich habe das ihm auch gesagt. Und sie hat die ganze Zeit vor ihm getwerkt, sie hat richtig ihren Ass an seinen Schwanz gerieben und er hat nichts gemacht. Oh. Oha. Es hat ihm sogar, glaube ich, gefallen und ich habe tausendmal gesagt, hör auf damit. Was hat sie gemacht? Ihren Ass an seinen Cock gerieben. Oh, okay. Ja. Aber das weißt du? Ja, ich habe das doch gesehen mit meinen Augen, ich war doch genau davor. Okay. Alles gut. Und da, Werner? Das ist okay. Warte doch kurz. Werner, was sagst du dazu? Mein Bruder, ich habe gelernt in meinem Leben, man darf niemals Feuer mit Feuer bekämpfen, weißt du? Das stimmt, das muss ich ehrlich gestehen auch sagen. Ja, sowas ist sehr respektlos. Ich sag dir mal eine Sache. Die Dame hatte eine Diskrepanz mit Lovely und wollte sie halt aufregen, weißt du? Mhm. Aus dem Grund hat sie das gemacht. Das hat anscheinend gefruchtet, weißt du? Nicht dazwischen. Ja. Kennst du diese Teufelsfrucht, die schmeckt, das ist wie nachts feiern gehen und saufen, weißt du? Mhm. Ja. Teufelsfrucht. Und ich meine, wenn sich jemand vor dich bückt und tanzt und du nicht dich darin verlierst, eine Stärke von dir, weißt du? Mhm. Und diese Stärke habe ich eigentlich bewiesen an dem Abend. Okay. Weil wenn ich jetzt Lovely verletzen wollen würde, dann wäre ich doch jetzt eigentlich nicht aufgestanden, weißt du? Okay, dann habe ich noch eine Frage. Lovely, wieso hast du es noch weiter vertuscht? Also wie weit würdest du noch gehen mit ihm? Bist du glücklich mit ihm? Obwohl du das gemacht hast und er hat das gemacht? Eigentlich war ich immer mit ihm glücklich. Aber er hat mich halt oft sehr provoziert. Auch andere Dinge gemacht. Zum Beispiel? Ja, man schlägt doch nicht seine eigene Freundin, oder? Oh, cool. Was? Oha, also knallt mich ab, wenn ich die jetzt wirklich einmal geschlagen habe. Du hast mich aufgehauen, das weißt du selber. Du warst oft recht. Soll ich noch andere Dinge droppen? Ich hätte auch nicht gedacht, dass du so. Also, für wem hat sie, warte mal, für wem hat sie am meisten getanzt? Wir haben einfach eine Hausparty gemacht. Ich hatte viel mit ihr. Ey, Jungs, ich bin jetzt. Also, Jungs und tut mir leid, Mädels. Ja. Ich bin, keine Ahnung, vorher aufgestanden und ich habe viele
Anrufe, viele Nummern und viele Nachrichten bekommen. Bevor ich jetzt hier sitze, ne? Hm. Ah, also wusstest du das schon ein bisschen? Ich hab's eben gerade schon mitbekommen. Ich hab's schon eben vor mehreren Stunden schon mitbekommen, was hier passiert ist. Und das mit, dass ich sie geschlagen habe. Doch, ich lüge. Warum sollte ich lügen? Nein, das sollst stimmt, du lügen? Werner. Warum sollst du auf einem Gesicht tanzen? Wenn du einen Spaß hast. Hatte und jetzt? Ja, siehst Spaß du. Gemacht haben. Ja, und die Lüge macht auch Spaß. Mir hat das doch auch gefallen, schmeckt. Wenn diese Ho ihren Göttern deinen... Ne? An was? Nicht in mein Gesicht. Nicht in dein Gesicht, aber an deinem Jarro. Das ist ja noch schlimmer. Ich hab nicht auf den ihren... Ich war nicht mit meinem Ass auf den ihren Schwänzen. Ist krass, sich jetzt so in die Opferrolle zu stellen. Ja, es macht Spaß. Kurz Face-Sitting noch, ne? Sollen wir das ganz kurz zeigen, wie wir das gemacht haben? Ich hab's auch gemacht bei dir. Lovely, komm, wir zeigen das ganz kurz. Ich möchte das nicht machen, alles gut. Tut mir leid, lass uns das ganz kurz mal reden. Ganz kurz, alles gut. Hier alles unter Ding. So, okay, also. Jeder hat so seine Sachen, die er mal gemacht hat. Also hier ist niemand perfekt. Na, meine Lieben, also das wollen wir ja mal nicht vergessen. Ja, aber er voilà, sag mir eine Sache, die ich schlechtes gemacht habe. Okay, du bist perfekt. Warte, wir fangen an. Warte, der junge Mann aus Kreuzberg war Kevin, ne? Kevin ist sowieso der größte Home. Okay, Kevin, sag ich mal. Okay, warte, die Dame, die mit mir, die das gemacht hat, um dich aufzuregen. Okay, gut, das hast du jetzt gut gemacht mit Kevin. Perfekt. Ja. Sosa war das, ja? Mein Name ist Sosa, ja. Mit Sosa, mit dir hat die es ja auch gemacht, oder? Ich hab's mit ganz Los Santos gemacht, willst du wissen? Warte. Mit Sosa, mit dir hat die es ja auch gemacht, oder? Lass mich doch ausreden, ich dachte keine Dings-Kommentare jetzt bei dir. Ja, tut mir leid. Sosa, mit dir hat sie es ja auch gemacht, oder? Ja, genau. Okay, haben wir Nummer 2. Wer war noch in der Runde hier dabei? Ich, moin. Ja, okay, der junge Mann war auch dabei. Ich sogar noch auf Xenia-Gesicht. Xenia zählt nicht, mit Xenia gucke ich gerne zu, aber... Also, ihr seht, was er für einer ist, das gefällt ihm dann. Um mit einem Mal das jemanden heimzuzahlen, musst du es mit 10 machen. Ja, weil dann kommt das noch doppelt, weißt du, doppelt, dreifach. Doppelt schmeckt besser, oder? Genau. Okay, ich verstehe. Boah, macht mich nicht sauer, wirklich. Aber normalerweise verteilt man ja nicht die Strafen nicht von sich selber aus. Normalerweise gibt's ja Schicksal. Ja, ich muss aber ein bisschen Lovely in Schutz nehmen. Du ja, hast das bei... Was? Warte. Das hat niemand gemacht. Chat, ich sag alles nur, damit ich damit Lovely ein bisschen... Ich muss Lovely da ein bisschen in Schutz... Aber er hat und Dinge gemacht. So ist das hier wird alles... Das ist natürlich... Geredet, was er gemacht keine hat, Pussy, Sosa. Das ist natürlich auch Eib, ne? Das, sowas gehört sich dann auch nicht, dass man sie schlägt und dass man... Ich bin... Ich hab sie nicht geschlagen. Nein, Lovely, ich red doch gerade für dich. Xenia, du hast das doch auch manchmal gesehen, oder nicht? Du weißt es doch. Xenia, hab ich sie jetzt geschlagen? Jetzt Hand aufs Herz. Ja, hast du schon manchmal. Wann? Warum habe ich den geschlagen? Seht ihr, wir haben kennen uns alle drei schon länger. Hört auf. Nein, ich habe noch nie eine Frau, noch nie meine Hand gehoben. Du bist Mittäterin, ne? Soll meine Hand hochheben alles oder soll sie zu Stein werden? Ich habe sie noch nie geschlagen. Okay, Werner, okay. Noch nie. Du bist Mittäterin, Xenia. Stell dich gar nicht so unschuldig dahin. Was hab ich denn machst gemacht? Du mich sauer? Machst du, ja, gestern die ganze Zeit. Du hättest was sagen können. Ekelhaftbar. Hat Xenia mal erwähnt, dass sie einen Freund hat? Nicht einmal. Ich hab gesagt, dass ich niemanden kennenlernen möchte. Wo ist das Problem? Nicht du. Nicht du, Mann. Hässlich. Ey, was? Oh. Ja, Homie, Mann, redest du mit Xenia, ja? Hä? Was also, mit euch jetzt? Gestern. Alles gut, alles gut. Du hast nichts gesagt. Er meinte, warum hast du nicht gesagt, dass sie einen Freund hat? Bin ich dazu verpflichtet, irgendwas zu sagen? Wenn deine beste Freundin fremdgeht? What the fuck? Bist du dumm? Bist du dumm? Digga, wie kann man denn so... Eigentlich war das für mich sowieso schon mit Werner vorbei. So, deswegen. Oh, was? Hä? Was ist das? Aber wie? Ja, aber ich könnte euch eine liebe Dame rufen. Die... Warte, ich kann mal gucken. Die Wache ist... Kann ich kurz mein Handy? Ja, klar. Das ist doch keine Geiselname. Diese Dame... würde bestätigen, wie oft ich gesagt habe, dass ich Lovely sehr lieb habe. Oh. Ja, aber du hast halt einige Dinge gemacht, das weißt du selber. Warte. Also sie hat quasi gerade... Das habe ich der Dame sogar am letzten Tag gesagt, bevor ich geflogen bin. Sie hat gerade quasi mit dir Schluss gemacht. Das hat keinen Sinn mehr, Bro. Ja, ich habe sowieso schon aufgekriegt. Es hat ich schicke den Standort, kannst du kurz alleine herkommen? So eklig war zu mir. Ja, mach Schluss. Wollen Sie jetzt hier noch 10 Menschen einmischen? Manchmal ist loslassen. Du musst rausgehen oder Hausnummer schicken. Sechs. Warte mal, könnt ihr kurz ruhig sein?
Kannst du kurz kommen? 6046 ja, muss hier kommen. Nein, 6047 ist das. Ja, ich schick dir. Nein. 6047. 60... Standort geht nicht, 6047. Ja, 6047, ich hab's verstanden. Okay, sehr gut. Löffel, ich hab eine Frage eben. Wärst du noch mit ihm zusammengeblieben, hätte er das nicht alles erfahren? Sei bitte ehrlich. Nein. Ich wollte es ihm doch eh sagen. Warum denn? Warum mischst du dich aber hier ein? Wer bist du überhaupt? Ich kenne dich nicht. Du redest hier von der Seite, du hast hier gar nichts mit damit zu tun. Digga, hat sie nicht vorhin noch gemeint, dass ich in eurem Beziehungsstress helfen will? Ja, tut mir leid, dass du irgendwie 10 Männer gefügelt hast oder sowas. Ja, ich fügel auch noch 20 und jetzt? Ja, 6, mach ruhig. 0, 9. Wir holen jetzt eine Zeugin und sie soll mal bestätigen, was hier passiert ist. Also guck mal, das Ding ist ja sowieso jetzt over für euch beide. Rosinha war immer mit mir und... Was für ein Standort schickst du? Mit Werner zusammen. Und sie hat das doch gesehen. So, warum sollte sie lügen, dass er das gemacht hat? Werner, du musst rausgehen, wenn du Standort schickst. Sag mal, Stand links, Postleitzahl. Hallo. 6047. Vorhin hat sie noch Filme gemacht. Sosa, kann man warum die Leute gesagt haben, dass ich nicht anrufen soll, ja? Ey, ho. Wir müssen auf jeden Fall, das juckt uns hier gar nicht. Wir müssen auf Lovely Seite sein. Mhm. Dass wir am Ende trotzdem noch den Fehler haben, ja? Ja, natürlich. Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Okay. Dass du das verbirgst. Warte mal, wo ist Löffel? Was verberg ich denn? Ja, halt Los Santos sein Gesicht gewackelt hat. Ist es meine Aufgabe? So groß am Lass mich ausreden. Ist es meine Aufgabe, dir es zu sagen? Nein, ist es nicht. Du hast nicht. Ja noch schön geredet. Das ist, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich muss Xenia da ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist nicht ihre Aufgabe, aber ich... Es wäre vielleicht korrekt gewesen, ja? Aber es ist ja nicht ihre Aufgabe, ja. Das stimme ich hier zu. Das müsst ihr unter euch klären. Kein Mensch, der hier steht, hat irgendwas... Auch wenn alle anderen hätten es gewusst oder wusste es. Und die haben auch nichts gesagt. Und jetzt? Bist du eben gerade? Du bist, glaube ich, die dritte Person, die ich jetzt, seitdem ich da bin, angesprochen habe, ja? Genau. Also ich wusste nicht, dass sie einen Freund hat. Und ich wollte erst mit Lovely darüber reden. Ich meine, du kannst doch gar keinen... Du kannst den Jungs ja nichts in die Schuhe schieben, wenn die Jungs davon nichts wussten. Du hast doch gerade gesagt, wenn ich das weiß, dann hätte ich es dir sagen sollen. Und die Jungs wussten das auch, also hätten die es dir genauso sagen können. Ja, die Jungs wussten doch gar nicht, dass sie einen Freund hat. Ja, das wussten sie gerade nicht. Kurze Unterbrechung, Lovely ist weg. Ja, weil sie hat was, ich glaube, zu verstecken. Hoffentlich für immer. Sie hat mir gesagt nur, dass sie hat eine Freund, der heißt Werner, eine Freund. Nix mit, das ist meine Freund, die es gibt bloß ob. Deswegen, ich weiß nichts. Fitner 50667. Halt die Fresse, ja. Hä, wer bist du denn? Hä, was ist Xenia? Wo ist sie hin? Einfach weg. Oh, die drückt mich weg. Die kann ja nicht weit sein, die muss ja hier irgendwo sein. Ja, wir haben kein Auto. Und das ist das Problem, Mods, ihr müsst darauf achten, dass die Leute nicht den Streamnamen... Guck mal, ab jetzt, Mods, eine Regel. Nicht mehr irgendeinen Twitch-Namen oder Instagram-Namen von irgendwelchen Leuten, die streamen, hier in meinen Chat reinschreiben. Außer es ist Kevin. Kevin ist der Einzige, wo der Name reingeschrieben wird. Ich weiß, wo sie ist, die will's mir nicht sagen. Der Rest wird getimeoutet. Sag ich dir nicht, du bist ein Niemand. Ich nicht kenne? Und ich ruf sie doch mal an und frag sie doch mal, wo sie hin ist. Hast du mir nicht zugehört? Ich hab sie gerade angerufen, sie hat abgelehnt. Ach so. Ja, merkst du selber, sie ne? Sie hat Flugmodus drin, ne? Einfach mitten im Leben war das. Was? Guten Abend. Hallo. Warte kurz. Wer ist das denn? Was denn? Der Werner hat mich angerufen. Ja, der ist drin. Ja. Könnt schon mal reingehen. Ich soll reingehen? Ja. Schatz, komm. Okay. Dankeschön. Roberto. Warum? Alles gut bei dir? Oder bei euch?
Ja, das war jetzt nur blöd, dass sich irgendwelche Leute eingemischt haben. Und eigentlich hätten die das unter sich klären sollen und nicht so, wo viele Leute da sind, wisst ihr? Ihr habt jetzt ziemlich lovely bloßgestellt. Ja, das ist nicht gut. Ja. Das gehört sich nicht. Die hätten das unter sich klären sollen. Wo ist der? Ja, die Typen, die nicht dazugehörten, hätten sich mal verpissen sollen. Ja, gar nicht mitreden können. Ja, ja, schön. So wie der, meinst du? Ja, so wie der. Tut mir leid, dass ich einen Satz gesagt habe, ja, tut mir leid. Dass ich eine Frage hatte zu dieser ganzen Sache. Du hättest diese Frage dir in deinem Popo stecken sollen. Ja, tut mir leid, ich entschuldige mich doch. Es tut mir leid, dass ich die Situation gerade schlimmer gemacht habe, ja? Dieses Spaß. Hier ist große Carlos. Mhm. Ja, hier ist Problem. Die Arme. Ray? Ja, Bro? Wie ist das jetzt eigentlich mit deinem Schwanz? Ich hab Roboter-Schwanz. Wie groß? Funktioniert das? Willst du sehen einmal? Zeig mal. Ja, komm hinter die Haus. Ich will auch sehen. So Schwanz zu sehen, was das nicht normal ist. Normal. Okay. Bruder, Roboter-Schwanz hast du noch nie gesehen. Ihr dürft aber so... Ich sehe jetzt mal Hose aus, aber das ist noch nicht die volle Potenzial, okay? Okay. Oh. Oh, Homie. Hier siehst du jetzt? Knopf da? Das ist aber was klein. Ist der Knopf da? Soll ich es einmal drücken? Ja. Drück mal. Sehr, guck mal, die Leck auf 15 cm hoch gesplodiert. Stark, Alter. Homie, damit kannst du was anrichten. Erlis. Aber wer ist gleich, das? Gleich jump also, Optimus Prime aus deinem Dick, Alter. Und Bumblebee hinterher, Homie. Das ist was spritzen du raus, Alter? Deiner? Oder? Kommt da Reiskörner raus? USB-Sticks, Homie. Nein, das ist tatsächlich meine eigene. Ich hab ja noch meine Hude, hab ich bald hin. Das ist mit Kubernetes. Wenn du den jetzt reinsteckst, ja. Spürst du alles genau wie einen normalen Penis? Oder? Ja, ich habe mit die Neutronen verbunden in diese Metall und das ist jetzt Kubernetes. Das ist so, ja, sogar mit, ich kann die Frau backen und dann, da kommt auch noch so Vergrößerung. Kannst du mit der Frau backen? Backen. Ach so, backen. Was ist das denn? Backen, Mann. Ah, Behben, okay. Ja, Bro, das ist heftig. Kannst du dich mal drehen? Du bist international. So ein bisschen so. Ein bisschen, dass ich. Na gut. So, warte. Warte, Homie, ich muss stabil. Und das Licht, hat das auch eine Vibrationsfähigkeit, Homie? Ich muss kurz Licht einstellen, wait. Nee, ich muss nochmal hin zu dir, weil ich muss Update machen bei meinem Schwanz. Da muss eine Kabel eingesteckt werden. Und dann kann ich noch Vibration. Dann kann ich noch Vibration einbauen. Okay, Homie. Also es ist so ein, muss noch Update gemacht werden, oder was? Mhm, aber warte, lass mich kurz einpacken. Okay, so, ja. Crazy, Alter, wirklich. Alles, heftige Dick, ne? Das war es, Bro. Heftig, Homie, heftig. Tut das nicht weh? Ich hab irgendwie das Verlangen, Homie, dass du mir das Ding in den Arsch schiebst, Homie. Irgendwie hab ich Bock drauf, Alter. Das ist schon ein interessantes Ding. Ich glaub, für Aslock ist nicht so gut. Wenn ich mal gefickt werde, dann mit dem Robocop. Mhm. Ich bin jetzt Lay aka der Robodick. Und wie heißt du jetzt Bumblebee? Wie hast du ihn genannt, Homie? Das ist die Version Optimum Plight. Optimum Plight? Optimum Prime. Optimus Prime. Optimum Prime. Ich musste auch Updates machen, oder? Ja, ja. Ich stecke einen USB-Stick rein, die kriege ich und dann es kann Vibration reinmachen und alles. Das ist schon der Akku lange? Kriegt er eine Musikfunktion? Dass er Musikbox wäre krass. Dass er so synchron zur Musik reinhämmert? Nee. Was für eine Grafikkarte hast du?
Das ist kein Grafik. Warum Grafikkarte? Ich brauche nichts. Ich projiziere nicht auf mein Dick. Oder denkst du, ich kann Farbe ändern von meinem Dick dann? Domi, du hast schon einen Knopf drauf vor mir. Dann ist eine Grafikkarte eigentlich das Kleinste. So LED-Panels dran bauen lassen, dann kannst du so Lichtanimationen machen. Ich weiß nicht, vielleicht mach mal irgendwas mit meinem Dick. Warte mal, bist du wie viel maximal Zentimeter geht es? Ali hat mir mitgeschickt vom Knopf. Ich glaube so, ich kann vielleicht noch die Labeln auf 20, ja. Musst du den laden, wenn ja, wie lange? Gar nicht laden, das ist, wenn ich... Ja, Rami. Wo bist du? Bei mir zu Hause, warum? Internetparty? Alles gut, ich bring ein paar Menschen mit, Hausparty wieder bei dir, bis gleich. Ja? Hätte ich auch gern. Was hat das Ding gekostet? Yeah. Hast du ein Bild bekommen von Ali? Kannst du nicht bezahlen. Warte, ist zu teuer. Krankenkasse hat, oder? Ja, bla. Wo ist Lovely, die dumme Hure, jetzt hin? Free Amanda zeigt den Free Ali. Keiner weiß, ne? Homi, das sind echt krasse Technologien. Ich überleg mir den auch zu hören, weißt du, weil ich habe wenig. Also an der Größe liegt sich aber ein bisschen Ausdauer, weißt du, der macht ja von selber. Ja, wenn du kannst, es gibt noch ein Update. Oh, sorry. Shit, damn. Sorry. Ja. Das Bild von Ali. Du kannst dir vielleicht noch holen, die Bumblebee Edition, die ist auch noch da. Ja? Ja, Bro. Es gibt Bumblebee-Schwanz? Mhm. Hast du das Bild bekommen? Homi, ich hab's gesehen, bitte. Seine Augenbrauen sind so krass. Seine Nase auch. Ja, was hey, krass, Alter. Ich hab Bock auf einen Dreier mit dir, Ray. Ey. Ja, ich stehe halt dann so links liegen, also lässt mich dann links liegen, also mit dem Ding, aber nice. Das war kein Problem für mich schon mehr. Nur mal sehen, wie das Ding funktioniert. Ich mag ein bisschen so slow, dann ich glaube, ich suche mir actually noch die Vibration, ja. Mag ich mir noch rein. Mhm. Wie viel hat es denn gekostet, Domi? Zum Glück, Krankenkasse hat Hälfte übernommen. Ja. Yeah. Aber ich muss auch nochmal 500.000 bezahlen, ja. Oh, 1 Million kostet dieser Deck? Ja, Bro. Oh, wo hast du die her? Ich bin gerade knapp bei Kasse, wenn du sowieso genug Geld hast. Also. Es geht um meinen Schwanz. Ich habe Schulden aufgenommen, ich habe Kredit genommen. Ich muss jetzt bald auch als Sponsor arbeiten. Wie hast du das der Bank erklärt, dass du dir einen Optimus Prime an deinen Penis gehämmert hast, Alter, und dafür einen Kredit bekommen hast? Ich habe gesagt, das ist eine Long-Time-Investment und wenn die wollen, ich kann auch noch als Sponsor damit arbeiten und ich kann das schnell zurückbezahlen. Du kannst als Pornostar damit arbeiten? Als Pornstar. Ja. Ach so, Putzer, oder? Pornstar? Nein, Pornstar. Ja. Schlau Idee. Play aber weißt du, was Logo ich mich frage? Du hast ja so eine Systemsoftware auf deinem Schwanz, ja? Ja. Ich bin in deiner Wohnung, wo bist du? Was ist, wenn jemand deinen Schwanz hackt und du auf einmal gist? Ja, am Haus. Ich bin doch am Haus. Nein, das geht nicht. Das ist extra. Das ist die beste Cyber-Abwehr. Cool, warte, ich komm. Ich muss dir was sagen. Ich weiß nicht, welcher Arzt das gemacht hat, aber der Arzt ist krass. Juicy Ray. Echt krass. Stell dir mal vor, du hackst dich in deinen PC rein, Alter, und drehst einfach komplett durch. Ja, oder er gist einfach überall hin. Ey, Ali hat mir ein Bit geschickt vom Fitnessstudio im Knast. Hat er geschrieben, hier trainier mein Brust, du fick deine Mutter. Alter, hey, Bester. Hallo? Hey. Susi, ich muss dir was sagen. Ibo, danke für dein Prime. Ist wichtig. Ja, okay, komm. Es ist sehr, sehr wichtig, Mann. Vollkommen, ey. Warum geht's, Ami? Sascha, ne? Ja. Yeah. Die datest du doch, oder? Ja, warum? Homie, Mann, guck mal, wir sind Brüder. So klar, wir beleidigen uns. Wir haben ab und zu einen Kicker so aufeinander, das ist verständlich. Yeah. Aber in den schweren Zeiten helfen die Brüder einander. Yeah. Bro, ich hab die Bitch mit einem anderen gesehen gestern. Echt jetzt? Es tut mir leid, Mann. Ja, ich hab ein Bild gemacht. Kein Ding, Homie, ich hab eine neue Freundin. Hä, was? Was? Schau auf dein Handy, warte, ich schick's dir. Wie soll der verdrehen? Soll ich verdrehen? Soll Knoten in mein Dick kommen oder was?
Egal, sie hat gestern für mich getrackt, Homie. Da geht nichts. Scheiß auf die Bitch, Mann. Da geht nicht. For the street, Bro. For the street. Genau. Lass den Kopf nicht hängen, Mann. Genau. Seit wann bist du so hässlich, Sam? Halt deine Fresse. Warum bist du so mad, Mann? Ja, warte, wo ist ein Moment? Ja. Hinten am Pool. Wer hat sich getrennt? So. Ja, wie heißt es? Keine Ahnung. Ich komm. Sam ist gleich. Meine Perle. Wer hat sich getrennt? Lovely und so ein Typ. Lovely und ein Typ. Ja. Die Freund, ja. Oh, scheiße, die Welt geht unter. Ach du Kacke. Nein, wissen die. Wissen. Oh, die Welt geht unter. Oh. Weißt du, du bist doch glücklich verheiratet. Ja, ich bin glücklich verheiratet mit Tiffany, Mann. Bist du mit Tiffany verheiratet? Ich hab paar Ladies eingeladen. Ich hab gestern Tiffany eingeladen. Ist das okay, so? Ich hab paar Ladies eingeladen, weil er meinte, das Hausparty. Ja, komm da hinten. Sonny, komm. Okay. Och nee. Was denn? Du hast gesagt, stopp, Ladies. Ich schon alle Wasser? Her, aber oh. Nein. Jetzt hab ich Bock auf den Song, Tommy, Digga. Du hast gesagt. Chat, kennt ihr den? Ein Legendensong. Hey, sing. Ja. Komm her. Wegen Tiffany, ne? Ja. Ich hab da so eine kleine Insider-Information, Homie. Die wäre? Soll ich dir das sagen? Nein. Ich will dich auch nicht traurig machen, Homie. Sag mal, du bist ein Bruder. Homie. Und ich, genauso wie ich es dir mit Sascha erzählt habe, musst du mir sowas auch sagen. Homie, ich hab sie letztens gesehen mit einer Kamera. Wie mit einer Kamera? Sie hatte halt eine Kamera. Also, ich hab sie engagiert, eine Kamera für mich zu halten. Ja, okay, was ist denn so schlimm? Kamera gehalten, ist doch nicht Schlimmes. Das Ding ist aber, sie hat die Kamera gehalten für eine Sache, die sie eigentlich nicht sehen sollte, Homie. Was denn? Ja, Homie, ich hab ein Porno mit deiner Mutter gedreht und sie hat die Kamera gehalten. Aber das ist ja... Warte. Das ist ja nicht das Schlimme daran. Das Schlimme daran ist, dass ich gesehen habe, wie sie sich unten ein bisschen rumgefummelt hat, währenddessen ich mit deiner Mutter gefickt habe, Homie. Das wollte ich dir nur sagen, weißt du? Wie rumgefummelt? Ist halt ein bisschen rumgefummelt, Homie, weißt du? Ich will auch rumgefummelt? Kein... Homie, bisschen bei sich unten rumgefummelt. Ich fand's anscheinend geil, aber ich will auch jetzt nicht irgendwie... Ich will nur, dass du das weißt, Homie. Das ist eine Lüge. Du Ekelhafter. Homie, das ist nicht gelogen. Sag mir, dass das nicht gelogen ist. Ist nicht gelogen, Homie. Sag unter Brüder, dass es nicht gelogen ist. Warte mal ganz kurz, was ist mit... Ja, ist aber nicht so schlimm. Ich fick auch deine Mutter. Jetzt ist raus. Ja, Homie. Ich hoffe, du findest es nicht schlimm. Morgen kannst du Brötchen mitbringen? Morgen. Und da ich jetzt mittlerweile der Mann im Haus bin und du mein Sohn, okay? Müssen wir uns dann auf der Couch dann streiten, wer die Fernbedienung bekommt, damit wir entscheiden, welche Serie wir gucken, okay? Tommy, ich kann ja einfach den Porno mit deiner Mutter dann da machen, weißt du? Und was ist, wenn ich den Porno mit deiner Mutter sehen möchte? Das Ding ist, von meiner Mutter gibt's keinen Porno. Von deiner Mutter gibt's einen Porno, aber das Problem ist, ich musste halt auch extra... Wie soll ich das sagen? Also, sie hat nicht nur eine Kamera gehalten, Homie, sie musste eine Drohne holen, weil die fette Schlampe namens deine Mutter, die für verfickte Hure, nicht auf eine normale Kamera gepasst hat. Deswegen musste ich eine Drohne holen, weil diese fette Fettschlampe nicht auf eine normale Kamera gepasst hat. Was? Du Fair. Ja. Ich hab deine Tante gefickt, sagen. Was hast du? Deine Tante gefickt. Ich hab deinen Onkel gefickt, und jetzt? Ich hab nichts gesagt, Homie. Ja? Ja, ja. Jetzt sei Homie, der Chinese da, der Thailänder hat ein Robocock. Soll ich mal nein, aufpacken? Nein, es ist gerade was echt Intenses. Es geht um Tiffany, Mann. Ah, die ist... Okay. Was? Ja, was? Ja, bei diesen Maledivenhäusern. Alles gut, sag's nicht. Ja, alles gut. Okay. Alles. Was? Alles gut, Bro. Chill out, die ist eine gute Arme. Habt ihr geschossen? Das ist eine gute. Nein. Nee. Nein. Das ist von links gekommen, glaube ich.
Ist da, also, was ja, muss ich noch erfahren? Ja, Homie, was soll ich dir sagen, Homie? Das ist, damit musst du halt leben, Alter. Ey, Sosa, die Stripperin ist, ist Ding. Wie heißt sie? Sabrina. pack mal deinen Cock aus, Ray. Nein, guck dir das an. Schwanz. Was? Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Wie? Der hat einen Robocock. Wir haben noch gestern seinen Schwanz abgeschnitten und jetzt hat er einen Robocock. Zeig mir. Soll ich es größer machen? Ja, mach größer. Ja, mach mal größer. Ja, so bitte. Moruk, das ist Transformers da unten, was du da hast. Was ist das dann? Was ist das? Das ist die. Hast du Bumblebee aus deiner Hose rausgeholt oder wie? Nein. Nein, Optimus Prime ist das. Optimus Prime, Amanauim. Oh, Optimum Prime. Blei. Lern meine Sprache. R. Prime. Optimum Prime. Idiot. Nein, das ist die Optimum Prime. Achso, Optimus Klein. Nein, das heißt ja Optimum Prime. Dass du dich lustig machst, Sergen, über Leute, die das ehrlich mal richtig aussprechen, ist echt bodenlos. Ey, warum? Ich sprich das eher raus. So wie das du rollst. Ja, ich roll's halt. Und was kann ich dafür? Spucke ich nicht, während ich rede. Dann lieber roll ich das nicht, lieber kann ich das nicht, anstatt zu rollen. Ja, alles gut. Spuck mich nicht voll, während du redest, du Ekelhafter. Sorry, aber ich spucke auch mit meinem Fortnormal. Was kommst du jetzt von der Seite rum? Tut mir leid, Frau, ich spuck mit meinem Fretten, weißt du? Warum machst du mich? Warum machst du jetzt so? Tut mir leid, Frau, ich spuck mit meinem Fretten, was ist los? Jetzt so gut? Das kann man so lange reden, warum ich spuck mit meinem Fretten. Nimm jetzt ja endlich meinen Schwanz aus dem Mund, Kevin. Spuck nicht! Und was macht Mahoni hier? Keine Ahnung. Hier ist mein Anwesen. Was dein Anwesen? Ja und? Ruhestörung oder was? Bist du Rentner geworden? Rose hat mich eingeladen und ich will keine großen Töne spucken, solange ich weiß, dass du keine gewisse Armee hinter dir hast. Guck mal, ich merke mir sowas. Rose. Tu mir etwas an, okay? Sei es in einem Monat oder zwei Monaten, dann fick ich dich durchgehend und stell dich an die Wand, bis du nicht mehr kannst. Ein Scheiß. Deine Familie bleibt da, wo sie ist, weil sie nicht herkommen will. Aber morgen kommen Kanun hierher, das weiß ich schon. Ich kann dir erstmal die Hose ausziehen. Die Hose wird morgen erst ab. Die Kanun wird uns morgen besuchen. Kanun kommt hier? Richtig. Vorbei, Jungs. Boah, vorbei. Das Jungs, war's mit. Das war eine geile Zeit. Jungs, Alter. War wirklich eine geile Woche, Alter. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ab nächste Woche wieder Win Challenges. Alles klar, ich wünsche euch was. Ab nächste Woche macht Mafia wieder die Tabelle, Alter. So, das machen die mit dem Mahon. Das machen die mit dem Mahon. Egal, den Fight werde ich trotzdem angehen, sehr gern. Du darfst weiterhin Strafzettel verpeilen. Wo verpeilen? Was meinst du? Beim PD. Hey Kevin, ich hab dir ein Bild geschickt, was du gegen Sergen verwenden kannst. Viel Spaß, Bruder. Achso, stimmt, das Einhornbild. Ja, ja. Tschüss, man sieht sich. Tschüss. In Handfesseln. Da waren wir noch alle groß. Das ist schon heftig. Romy, das ist deine Vergangenheit. Du musst damit leben können. Dich nicht ficken. Das ist halt so. Brauchst du das Bild auch noch was, Soße? Ey, Pingu, soll ich dich jetzt? Guck mal, du. Ich weiß nicht, Pingu, was du laberst. Du hast Titten, okay? Was? Was für Titten? Du hast Brüste. Guckt euch doch mal an. Lack, was für Brüste, Bruder? Guck mal dein Oberteil an. Du hast Brüste. Lack, das ist mein Buddy, Bruder, weil ich fucking Sixpack hab, du Bastard. Ui, du Bastard. Jungs, habt ihr noch eine Verwendung für den? Nee, mach was du willst mit ihm, Mami. Du, hättest du mich jetzt umgehauen, ich hätte dein Leben gefickt. Ich hätte dich auch gefickt. Tut mir leid, Jungs. Will er ein Korrel... Aber wie kann es sein, dass nur er drauf geht, Alter? Ich weiß nicht, als er hat immer Hälfte von als wollte das Schicksal... Als wollte das Schicksal, dass sie genau ihn nicht. Warum liegt er jetzt? Ja. So, okay, komm, Aizen, komm mal mit. Tiffany. Hey Kevin, psch. Tiffany. Oh Tiffany. Oh Tiffany, du willst mein Schwanz, yeah, yeah. Oh Tiffany. Wer redest du jetzt eigentlich?
Was? Wen datest du jetzt denn nicht? Ich komm doch nicht rein. Nicht in deinem Gesicht versenken. Ja, sollen wir jetzt rein oder was ist der Plan? Achso, ja, ja, komm rein. Komm mal mit, Tommy. Mehr. Hier habe ich deine Mutter gefickt, Tommy. Was los, Alter? Lass mich dich nicht auseinandernehmen. Siehst du dieses Gemälde? Das Gemälde. Siehst du dieses Gemälde? Nee, sehe ich nicht, Ami. Das soll in dich reingehen. Du Huru. Was wird das jetzt hier? Du Kleiner. Ey! Stopp! Ich liege gleich! Oh, mein Arsch tut so weh. Was? Warum dein Arsch so weh? Mein Arsch tut auch weh vom ganzen Sitzen-Chat, Alter. Oh, Junge. Es fühlt sich an, als wäre eine Stange in meinem Arsch gewesen. Ja. Hä? Alter, mein Rücken tut voll weh, Chat. Gib mir jemand eine Massage, Chat? Oh, Junge. Och. Seng, Seng, Seng. Bist du beim PD, oder was? Was? Hey! Verfolgungsjagd niemals. Moin. Fabian. Nee, ist nicht. Was labert ihr, Chat? Was labert ihr, kleinen Wichser, Chat? Nee, Chat, ich bin gestern... Bruder, überleg mal, Bruder, ich bin gestern um fucking... Wann bin ich live gegangen? Gestern um 5 Uhr morgens, weil eine Verfolgungsjagd war, Bruder, die ging 30 Sekunden, ich bin wieder offline gegangen. Wir bräuchten... Das? Ey, warum machst Sorry. Du denn das? Rave, auch tut mein Arsch zu weh. Warum schießt du auf mich? Ich hab nicht geschossen. Komm, lass mal. Ach so. Lass mal. Warum sind immer meine Autos, meine Motorräder und so weg? Bruder, die sind immer weg. Lass mal den, komm. 1 gegen 1. Reicht doch, Lan, reicht doch! Hast du jetzt was zu trinken? Das. Hast du was zu trinken? Digga, mein Rücken, Alter. Junge, Junge, Junge. Okay, warte mal, Chat. Ich glaube schon.
Wer schießt hier, Alter? Deine Nummer? Guck mal, Chat, wie ich ihn jetzt auseinandernehme. Ah, hat gesessen, ne? Hat gesessen, ne? Komm nochmal. Ja, komm, ey, nur erst aber. Ey, bleibst du jetzt 2 Stunden noch wach? Yeah. Ey, Sosa, kannst du mich hier mal einfach hochholen? Das ist kein Medic da, bitte, Bruder. Ich überlege auch schlafen zu gehen, um 6 online wiederzukommen. Ja, aber ja, bei dir geht's halt einfach, Bro. Bei mir, ich weiß nicht. Mein Rücken tut übertrieben, weh. Bruder, mein Arsch einfach. Du ja, glaubst, mein Arsch. Ich hab Rücken. Angst, dass ein Arsch reingewachsen ist. Ich sag dir ehrlich. Komm, lass dich. Okay, komm. Komm, komm. Drei. Ray, hast du eine Waffe? Okay, 3. Ich meine nicht, ich mein nicht deinen Penis, Homie. 3, 2, 1, go. Down. Homie, du, hä? Ey, Sosa, kannst du mich eben auch... Leg dich hin, Homie, leg dich hin. Okay, 3, 2, 3, 1. Leg dich hin, Homie, leg dich hin. Leg dich doch mal hin, Homie, leg dich doch mal hin. Oder woher jetzt auf einmal? Hey, hey, komm her, komm her, komm her. 3, 2, 1, let's go. Warte. Warte mal, Digga. Er läuft dazwischen! Ey, kannst du mir helfen, Bruder? 21, bitte. Danke. Ray war gerade am Telefonieren. Ich stabilisiere mal Ray. Warte. Er ist tot. Jetzt bin ich drin, Alter. Jetzt bin ich drin. Okay, 3, 2, 1. 182. Jo, ich hab. Yeah. Okay, komm. Los. Du bist da? Ja, warte. Ja, yeah. Ah, jetzt. Nee, hast schon, ist schon. Wir müssen uns aufwärmen für Kanonen. Okay, komm. Okay, 3, 2, 1. Bruder, jetzt schießt jeder, ja, ich will... Ach, Digga. Wie hole ich ein Auto-Chat? Ich will hier weg. Hast du Oppenheimer schon geschossen? Nein, immer noch nicht. Kein Magazin, ja. Mach ich nochmal F8K, GIFK. GIFK, BMW, M8. GIFK zusammen. Ich schleim mich jetzt bei Lovely ein.
slash Cards and Porno. Warte mal, was ist mit Dings, Lovely? Yo, Ray. Yo, Ray. Telefonierst du mit Lovely? Ja, yeah, Bro. Ja, die sollen es mal abholen. Ja, Lovely, hol mal bitte kurz. Nein, er ist nicht mehr da. Venel ist nicht da. Flak. Nein, sie ist nicht. Wen soll ich anrufen? Komm jetzt. Guck mal, er spielt so richtig verschwitzt. Wie hol ich sie? Was ist ihre Nummer? Kommt sie her? Ja, ich hab keine Muni mehr. Kommt sie her? Ja, yeah, ja, also sie will ein Auto holen, dann kommt sie. Ja. Oh. Hui. Hey. Hey, Ray. Oder du drückst STRG, gehst hinter eine Person und dann schlägst du einfach. So. Teste mal. STRG. Das ist eigentlich so OP, ne, Chat? Ah, ist OP. Pibix, danke für den Subgriff. Okay. Revive All geht irgendwie nicht. Warte mal. Guck mal, Sergen da hinten in seinem Gumbo-Modus. Guck mal den hier. Guck mal, jetzt kommt. Wo kommt Ray her, Bruder? Wie hole ich mir ein Auto? Digga, dass es hier auch keinen Ausparker gibt und dass ich immer noch nicht auf meine Garage zugreifen kann, ist so insane. Bruder, ja, warte. Ich fick ihn jetzt. Hast du Muni? Ali! Hey! Gib mal Muni! Ihr Arschloch! Gib mir Muni! Ja, warte, komm her! Hey, du Dreck! Hast du Munition? Nee, ich hab nichts. Mann, ich brauch Munition. Au. Beweg dich nicht. Okay. Hey Rose, hast du Muni? Nein. Bruder, wann. Ey, Digga, ich will doch einfach nur ein Auto. Ich fahr jetzt zu irgendeinem. Ich geh zu irgendeinem Ausparker, Bruder. So, oder? So, let's go. Okay.
Lovely? Hallo? Ja. Wo bist du? Ja, ich komme jetzt da zu einem Haus, weil Ray hat mich gefragt, wie ich komme. Ja, schick mir meinen Standort, ich hol dich ab. Hä, ich komme doch gerade dahin gefahren zu einem Haus. Achso, okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ey, Sus, hast du Munition? Nee, hab ich nicht. Bitte, gib doch. Ich hab keine. Ach. Was brauchst du, Sosa? Ich hab keinen Dings. Ich hab keinen, Wie kannst du als Fahrer schießen? Ich weiß nicht, weil ich Dings bin. Was sagen? Boah, geil. Okay, tamam. Was machen wir? Ich rede mal mit Lovely. Hallo? Lovely, steig mal ein, wir reden. Wir machen hier. Hallo? Kevin, denk ich, check ein. Was ist das? Warte, lass uns auch mitdenken. Komm her, Rose. Ich glaube, die wollen alleine reden. Ihr könnt mitkommen. Ah, redet ihr allein? Nein. Ja, komm mal her. Komm mal her. Doch, ein Flieser. Ja, Rose.